Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute bin ich bei Paul von Sonn. Paul von Sonn ist der Präsident der DII-Initiative Desertec und kommt jetzt gerade aus Dubai zurück. Und da ist es mir eine große Freude, ihn hier zu begrüßen. Und er hat sich sehr viel mit der Entwicklung großer erneuerbarer Systeme beschäftigt. Und da will ich auch gleich meine erste Frage an Sie stellen. Wie sind Sie eigentlich zu dem Thema Energie gekommen? Also Energie, ich habe früher in meinem Studium in Delft, Technische Universität Delft in Holland, Energietechnik studiert, oder Elektrotechnik und auch sehr stark mit Energie, auch damals Kernenergie sogar. Und dann bin ich nach meinem Studium und Militärdienst bei Siemens in Erlangen gelandet, im Bereich Netzleittechnik. Ja. Und das war die Zeit, dass noch die Analogtechnik allmählich ersetzt wurde von Computer. Das ist die Einführung von Prozessrechner in der Netzführung. Da habe ich dann meine erste Arbeit gemacht, also Programmierung von Programme für Leistungsfrequenzregelung, Momentanoptimierung, Lastvorhersage und State Estimator für Netzführung. Ja, genau. Ich habe den Hochleistungsbereich Siemens in München-Freimann gearbeitet, mal eine Zeit lang. Da ging es immer darum, die Schaltelemente zu entwickeln. Ah ja, da sind Sie das auch ein Siemensianer, wie man immer so schön gesagt hat. Und das ist das Motiv, dass Sie gesagt haben, Sie gehen in den Technikbereich, in den Energiebereich? Ja, ich habe nach meinem Gymnasium war natürlich die Frage, was studiere ich, was mache ich? Dann habe ich damals gedacht, Chemie, habe ich großes Interesse. Dann gab es gerade damals, das war in Anfang der 70er Jahre, eine große Krise in der Chemieindustrie. Ja. Also das war miserabel. Und da hat mein Vater hat mir gefragt, ja, willst du das wirklich? Weil das ist wirklich keine große Perspektive damals. Ach so, ja. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und bin dann auf Elektrotechnik gestoßen und habe dann Elektrotechnik studiert. Im Nachhinein sieht man auch, dass es immer Wellen gibt, das ist in der Chemie, das ist in alle Sparten. Ja. Aber Elektrotechnik hat mich wirklich sehr viel Freude gemacht. Gerade Energietechnik, auch Hochspannungstechnik und Kraftwerke und so weiter. Ich bin dann nach meinem Studium, wie gesagt, nach Erlangen in Deutschland gezogen. Das war damals noch in den Ende 70er Jahre wirklich Ausland. Als ob man von Holland nach China umzieht, natürlich. Nach Bayern. Und nach Siemens, ich habe das etwa 5 Jahre gemacht und habe dann ein sehr interessantes Angebot bekommen in Holland. Damals gab es ein großes Projekt für den Lastverteiler der Niederlande, für das Verbundnetz. Das hieß damals SEP und heute heißt das TenneT. Bekannt in Deutschland, TenneT, das ist auch das Unternehmen, das das deutsche Netz von E.ON damals übernommen hat. Und bei TenneT habe ich einige Jahre das Projekt gemacht für Netzlastverteiler. Und später wurde ich dann Betriebsführer des Verbundnetzes. Also heute heißt es Netzbetreiber. Damals hieß das Betriebsführer. Und das habe ich einige Jahre gemacht und dann hat mich eine amerikanische Beraterfirma spezialisiert auf Netzleittechnik, auf Netzführung und Strategie für Netzbetreiber, hat mir einen sehr guten Job angeboten, um das Geschäft, Consulting-Geschäft in Europa aufzubauen. Und das habe ich ab Anfang 1990 gemacht und etwa 8 Jahre. Das Unternehmen, das war ein kleines amerikanisches Unternehmen, wurde damals von KEMA
übernommen. GEMA ist heute DNV in Arnheim. Und nach GEMA wurde ich gefragt, um für einen Energieversorger, das ist eigentlich Essent, den Energiehandel aufzubauen. Strom und Gas. Und das war damals total neu. Wir waren die erste in Holland, war das erste, das Essent, das erste Unternehmen, was auf dem europäischen Kontinent Energiehandel aufgebaut hat. Also Einkauf, Verkauf, Strom und Gas und Kohle und so weiter. Auch aus einem Totalpaket. Also, ja. Das heißt dann Cross-Commodity Optimization, also dass man alle verschiedene Energieträger gemeinsam optimiert. Das haben wir aufgebaut einige Jahre und dann gab da auch allmählich das Element grüne Energie. Ich hatte Glück, dass das Unternehmen Essent damals der Erfinder war von grünen Strom. Ah so, das kommt aus Holland? Das kommt aus Holland. Es gab sogar, es gab einen Mitarbeiter, das ist eine ganz interessante Geschichte, ein Mitarbeiter von Essent, der hat sich die Eier, die ist damals, die Öko-Eier angeschaut. Ja. Öko-Eier sind Eier, die von Hühner produziert werden, die ein besseres Leben haben. Ja. Nur ist es so, dass die Eierqualität ist kann man kaum unterscheiden von Nicht-Öko-Eier, ja, van Industrie-Eier. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das Produkt sieht ähnlich aus, kann man fast nichts feststellen, aber das Leben eines Öko-Huhn ist viel besser als ein Industriehuhn sozusagen. Mhm. Können wir nicht etwas Ähnliches machen mit Strom? Ach so, kommen Sie hier. Ja, Strom sind die Elektronen sind alle gleich. Ja, die wissen auch nicht, wo die herkommen und so weiter. Aber man kann Strom vernünftig produzieren mit erneuerbare Energien. Da hat man keine Emissionen und kein Tralala. Oder mit fossil und vielleicht auch Kernenergie. Und das ist etwas mühsamer und mit vielen Problemen verbunden. Aber die Elektronen sind die gleichen. Die gehen auch in die gleichen Netze. Und die werden abgenommen aus der Steckdose. Ja. Kommt das gleiche Produkt. Und dann, und das ist eine ganz wichtige Erfindung eigentlich, dann hat man das aufgebaut mit Zertifikaten. Dass man derjenige, der, und das kennen Sie, Guarantee of Origin. Ja, das ist das große. Das ist damals entstanden. Es war 1998. Und dann hat man, da habe ich auch mitgeholfen, diese Zertifizierung aufzubauen. Das wurde später RECs, Renewable Energy Certificates, oder IRECs. Und auch Handel in Zertifikaten, auch damit das von der Quelle bis zum Abnehmer auch stimmt, dass das einwandfrei ist. Ja. Und kein Missbrauch gemacht wird. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung gewesen. In Holland hat man auch ganz schnell grünen Strom vermarktet. Auch mit dem Finanzminister damals gesprochen und dafür gesorgt, dass der Abnehmer von grünen Strom kein Ökotax zahlt. Ja. Und diese Differenz war dann ausreichend, um auch Wind und Sonne und Biomasse und so weiter zu finanzieren. Also so bin ich eigentlich in diese Welt von erneuerbaren Energien gerutscht. Das war in 2000 etwa, hat die erste Anfänge. Hatten Sie da mal mit dem Robert Werner zu tun? Weil der hat in Deutschland versucht, auch dieses aufzubauen, diesen Ökostrom. Weil das war sehr juristisch auch sehr schwierig. Ja, genau. Ich habe mit ihm schon Kontakt gehabt, aber mehr noch mit anderen Leuten und auch festgestellt, dass in Deutschland diese aufgeschlossene Haltung gegenüber grünen Strom und Zertifikaten, vor allen Dingen Zertifikaten, total unmöglich war. Das war auch Energiehandel wurde in Deutschland, als wir dann beim Ministerium in Berlin waren, als etwas sehr Fragwürdiges und voller Missbrauch und alle möglichen Ängste verbunden gesehen. Obwohl wir in Holland und auch in den skandinavischen Ländern und später auch in dem Vereinigten Königreich, UK, sehr gute Erfahrungen damit hatten. Es macht es möglich, diese
Energiewende zu beschleunigen. Ja, ja. Also der Handel ist natürlich immer ein Startpunkt für sowas. Und ich meine, Holland ist ja das klassische Handelsland. Ja. Das erfindet dann natürlich neue Handelsformen auch. Ja, in Deutschland sagt man immer, ja, die Niederländer, das sind Handelsleute. Und in Deutschland geht das dann irgendwie nicht. Das habe ich nie verstanden. Weil, ja, das ist in Deutschland wird auch eingekauft und verkauft und das ist Handel. Mhm. Das wird in Deutschland umgeben mit sehr viel, könnte es was sagen, Angst oder Vorsicht, dass da nichts schief geht. Und das sieht man in Holland, ist die allgemeine Einstellung lockerer. Ja. Natürlich gibt es Dinge, die nicht richtig sind, aber es ist sehr wichtig, dass man das auch beobachtet und auch eingreift, wenn es Missstände gibt. Mhm. Und dann sind Missstände sogar gut, weil das macht einen alert. Ja, wenn es keine Missstände gibt, geht auch die Alertheit weg. Ja, natürlich. Also das ist ja immer, also jeder Handel irgendwo basiert mal drauf, dass es was Besseres gibt, dass man das den anderen auch dann vermitteln kann. Genau. Ja, schauen wir mal zu diesem ganz Großhandelsproblem, dass man sozusagen Energie aus der Wüste irgendwie nach Europa schafft. Und das ist ja eigentlich diese Idee von Desertec. Wissen Sie, wie die dann entstanden ist? Ist die auch so? Naja, Desertec ist eigentlich wieder ein bisschen anders. Die Bewegung Desertec hat vor etwa 20 Jahren angefangen. Ja. Mit ein Pionier, Gerhard Knies. Dr. Gerhard Knies, ein Wissenschaftler, auch ein Kernenergiewissenschaftler, der hat sich Sorgen gemacht um Kernenergie in Deutschland. Mhm. Er hat auch gesagt, wir müssen davon weg. Das war noch die Zeit von Ausstieg aus der Kernenergie und dann Ausstieg aus dem Ausstieg und dann Ausstieg aus dem Ausstieg. Und da hat er darauf hingewiesen, es gibt gute Alternativen, Solar. Und zwar in den Wüsten in Nordafrika. Mhm. Das war die erste Idee. Ja. Das war noch ganz am Anfang. Ja, klar, müssen wir erstmal eine Idee haben. Ja, die Idee war übrigens auch nicht ganz neu, aber er hat das wieder aufgenommen und hat auch mit Ministerien wie BMU damals und mit DLG, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, hat er so Studien gemacht und dann haben die festgestellt, dass es gibt genug Energie in den Wüsten und das war damals noch sehr auf Deutschland konzentriert. Es ging eigentlich nur um die Frage Energie für Deutschland. Ja, stimmt. War das eigentlich sehr verengt, die Studie. Mhm. Und gesagt, wir können in den Wüsten große Solarkraftwerke, große Solarkraftwerke bauen. Und dann mit Stromkabel kann man das nach Deutschland oder auf jeden Fall nach Europa bringen. Mhm. Das ist auch richtig, das kann man auch machen. Die Studien sind so 20 oder 15 Jahre alt. Ja. Und damals war das noch alles sehr am Anfang und auch sehr teuer und sehr groß und schwerfällig und so weiter. Die Gruppe hat es geschafft, in 2008 die deutsche Industrie dafür zu interessieren. Mhm. Und gesagt, auch Siemens zum Beispiel und Munich Re, Deutsche Bank und anderen auch Solarthermieunternehmen wie damals Solar Millennium. Und da erinnere ich mich noch, da hatte ich mich beteiligt an diesem Schott Solar, genau. Und das waren diese Rinnenkraftwerke, also diese Idee, dass man so große Rinnenkraftwerke aufbaut. Ja, das sind solarthermische Rinnenkraftwerke. Mhm. Es gibt auch noch die Spiegel-Turm-Ausführung oder Fresnel-Ausführung. Und um es mal kurz zusammenzufassen, hat diese Gruppe, das war dann, wurde dann Desertec, sich sehr konzentriert auf Strom aus große solarthermische Kraftwerke für Deutschland oder für Europa. Mhm. Und hat die Industrie dafür interessiert und dann hat die Industrie gesagt, das ist ein gutes Idee, das werden wir machen. Dann haben wir einen Markt.
Ja. Das war in der Zeit 2008, 2009, gab es Finanzkrise und es gab große Perspektive. Auch die Presse hat das natürlich sofort aufgenommen und gesagt, oh, das ist eine tolle Idee, da werden riesige Kraftwerke entstehen. Da wurde auch immer eine Zahl genannt, eine Investition von 400 Milliarden Euro. Okay, das war nur mal so eine Studie, die mal so gemacht wurde. Und dann hat man mich gefragt, das zu führen, zu leiten. Mhm. Und ich wurde dann der erste Geschäftsführer, das ist der Gründungsgeschäftsführer. 2009 war das, glaube ich. 2009. Ja. Und wir haben in November 2009 angefangen. Und ich kam aus Holland, ich hatte andere Dinge. Ich war in einem Unternehmen übrigens, das pleite gemacht hat, in dieser Krise. Das war erneuerbare Energien. Und war natürlich froh, dass ich einen neuen Job hatte, auch in erneuerbare Energien, weil das wollte ich mittlerweile. Und dann habe ich natürlich die Frage gestellt, ja, es gibt ein paar Studien, aber was ist eigentlich der Plan? Den Plan gab es noch nicht, das war eigentlich unsere Absicht. Obwohl die ganze Außenwelt, die Presse und jeder dachte, da gibt es einen Plan und da wird einfach investiert und er wird gebaut, waren wir noch ganz, ganz am Anfang. Und wir haben natürlich noch einige Studien gemacht. Und das Wichtigste eigentlich, dass wir erstmal auf die Länder zugegangen sind, auf Nordafrika, Marokko, Algerien, da war noch wenig Kontakt vorher. Tunesien, Libyen damals noch, Ägypten. Und haben mal dort versucht herauszufinden, ja, wie ist die Situation, wollen die, sind die schon weit? Geht das alles und so weiter. Dann haben wir festgestellt, das ist noch total unbekannt. Ja, klar. Und es ist eine Region, gerade Algerien und teilweise Ägypten, aber auch im Nahen Osten, das sind Öl- und Gasländer und die haben nicht die wichtigste Frage, Strom zu produzieren für Europa, sondern Gas und Öl zu exportieren. Ja. Und es gibt aber auch Länder wie Marokko, die Gas und Öl importieren müssen. Und ja, genau, das ist natürlich interessant, weil das ist jetzt ein Land, was sozusagen selbst den Bedarf hat an Strom, aber die Chance hat, dann auch Solar zu produzieren. Darum ist wohl Marokko auch so aktiv. Genau, Marokko war schon ganz schnell sehr aktiv, weil wir haben verstanden, aha, das ist nicht so blöd, wenn wir Solarkraftwerke bauen oder auch Wind, wir haben sehr gute Windverhältnisse, dann brauchen wir weniger zu importieren. Ja, genau. Das ist eigentlich ein No-Brainer, wie man sagt. Also, dass man sozusagen in den Ländern, wo die Sonne so gut scheint, erstmal den eigenen Strom produziert. Genau. Und das war genau da der Punkt. Da gab es riesige Spannung, weil das Projekt Desertec, und wir waren dann Desertec Industrial Initiative, hatte als Ziel, Strom von Nordafrika nach Europa zu bringen, obwohl es noch überhaupt lokaal kein Markt gab und lokaal die Deckung von Verbrauch überhaupt noch nicht mit erneuerbaren Energien stattfand. Ja. Und das war dann auch, dass ich irgendwann, auch nachdem wir mit vielen gesprochen haben und mehrere Studien gemacht, habe ich gesagt, wäre es nicht besser, dass man erstmal lokaal sorgt, dass da ein Markt entsteht, natürlich, dass erneuerbare Energien lokal abgenommen werden oder aufgenommen von der Industrie und von ganzen Verbrauchsgruppen und dass dann das Thema Export nach Europa erst später kommt. Und zwar in dem Moment, dass Europa das auch wirklich braucht. Ja, weil also eigentlich war ja in dem Moment noch die Situation, die hatten sozusagen die Energiepotenzial, aber sie haben natürlich ja noch gar keinen den eigenen erneuerbaren Energiebereich erschlossen. Jetzt, und der Bedarf in Europa war ja auch noch nicht aufgebaut. Also, und die Verleitung ist ein weiteres Problem. Jetzt, wenn man sich nochmal das anschaut, aber gehen wir nochmal zurück in diese 2000er Zeit, da war es ja auch noch so, dass man mit der Photovoltaik nicht viel anfangen konnte, weil es einfach wahnsinnig teuer war. Wie waren denn das von der Technologie her gedacht? Also wirklich Rinnenkollektoren, dann Strom mit einer Dampfturbine, und dann den ganzen Strom auf Stromleitungen, ja, durchs Meer ist das ja ganz einfach mit Gleichstromübertragung.
War das, aber gab es da schon konkretere Pläne oder ist das auch alles erstmal nur in einem sehr visionären Bereich gewesen? Ein sehr guter Punkt. Das gab Studien, DLR-Studien. Mhm. Und die DLR hat ganz klar herausgefunden und eigentlich im Prinzip ist auch richtig, dass in dem Kontext von damals die beste oder vielversprechende Technologie wäre Solarthermie, Rinnenkraftwerke, Turm oder was auch immer. Die gab es schon in Spanien, in Vereinigten Staaten und so weiter. Das waren damals noch kleine Anlagen, 50 Megawatt maximal in Europa und vielleicht noch ein bisschen größer in den Vereinigten Staaten. Damals war Solar Photovoltaisch, PV, teurer. Also vor 2008 war das teurer. Wir müssen da denken an Kosten unter dem Strich von Solar PV vielleicht 30 Cent, Cent pro Kilowattstunde und Solarthermie sagte man 25 Cent. Okay. Und da gab es natürlich große Diskussionen von Experten und die meisten Experten sagten dann, ja, für Länder wie Nordafrika ist absolut die Zukunft Solarthermie. Also es gibt ja zwei Arten, die Energie zu konvertieren. Also einmal durch diese thermischen Solarkraftwerke und durch diese Photovoltaik. Und die ursprüngliche Idee von Desertec war wirklich, man arbeitet mit thermischen Kraftwerken. Wieso war das damals die Idee? Ja, wir müssen dann uns mal wieder zurückbringen in diese Zeit 2000, sagen wir 2005, 6, 7. In der Zeit war die allgemeine Meinung, dass Solarthermie gerade für Gegenden wie Wüsten mit viel Sonne, mit viel direkte Sonneneinstrahlung sozusagen, viel bessere Perspektiven hätte als PV, Solar Photovoltaisch. Wir müssen auch denken, in, sag mal, in 2008, 2009 waren die Kosten für Strom aus Solarthermie in dieser Region wäre auf Papier etwa so 25 Cent pro Kilowattstunde und PV war damals noch weit drüber, so 30 Cent. Ja. Und man dachte sogar, das wird auch so bleiben, diese Differenz. Und PV, man hat das auch damals behauptet, PV wäre für sehr heiße Umgebungen auch nicht geeignet und die Technologie war auch noch nicht so weit. Genau. Vielleicht könnte man das heute eine Fehleinschätzung nennen, aber ich würde eher sagen, die Einschätzung von Lernkurven ist ganz schwierig. Ja, genau. Das ist eben, man hat ja durch das Volumen sinkt der Preis von jedem Produkt, aber was sinkt schneller ist immer die Frage. Genau, und bei PV hat es natürlich sehr schnell einen Weltmarkt gegeben, weil PV überall auf der Welt gleich angewandt werden kann und Solarthermie nur in Regionen, wo man sehr stark direkte große, Sonne hat. Direkte Sonne also da, wo Deutschland, wo es bewölkt ist, kann ich PV machen, aber ich kann keine Rinnenkraftwerke aufstellen. Ja, man kann auch Rinnenkraftwerke in Deutschland aufstellen, aber dann ist das natürlich relativ teuer. Klar, ja, ich meine, das ist natürlich immer der Punkt. Ja, der Preis spielt immer eine große Rolle. Exakt. Ja, genau. Und das ist auch der Punkt, weshalb die deutsche Industrie so sehr froh darüber war, dass es Ideen gab, diese Desertec-Idee, Solarthermie in Wüstengegenden zu bauen. Weil das konnte man in Deutschland nicht. Und in Deutschland gab es damals, wie Sie wissen, mit Einspeisevergütung, der Erneuerbare Energiengesetz, sehr gute Vergütung für erneuerbaren Strom. Ja. Und davon hat PV und Wind und auch noch Geothermie und so weiter profitiert. Und die solarthermische Branche, die es damals schon gab, mit Solar Millennium und Schott Solar und so weiter, Flaxol, konnte davon in Deutschland nicht profitieren. Ja. Und die haben dann gesagt, hey, das ist eine interessante Idee, dann bauen wir das so auf, dass die deutsche Regierung mit irgendeinem Einspeisesystem dann Strom subventioniert sozusagen oder über Netzbetreiber, dass das Vergütungen bezahlt werden von Strom aus der Wüste. Mhm. Das ist eigentlich Grundgedachte, danke von Desertec. Mhm. Sozusagen. Nur als wir dann das nochmal uns näher angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass Solarthermie zwar gute Perspektiven hat und es wurden auch solarthermische Anlagen gebaut, wie in Marokko und in
in Ägypten. In Spanien, glaube ich. In Spanien gab es die sogar. Also das sind sozusagen, die waren noch nicht Teil. Ja, in Spanien hat man schon in 2005, 2006 angefangen damals, hat die spanische Regierung Solarthermie sehr gefördert. Gab es da auch gute Vergütungen. Und in Nordafrika hat das erst so in 2009 angefangen. Die erste Anlage waren sogar Hybridanlage, Gas und ja, genau, dass man sozusagen nachfeuern konnte. Und die waren auch noch ohne Salzspeicher oder so. Also alles ohne Speicher, ja. Ohne Salzspeicher. Mhm. Speicher kam erst später und auch nur sehr, sehr, sehr vereinzelt, sehr, sehr mäßig. Mhm. Aber was wir im Laufe der Jahre, wir reden über 2010, die ersten Ideen, dass wir als DII, Desert Tech Industrial Initiative, angefangen haben, haben wir mit diesen Ländern gesprochen und auch festgestellt, dass die meisten Länder noch überhaupt nicht so weit waren, dass die das aufnehmen konnten, mit Ausnahme von Marokko. Und in Marokko sind tatsächlich eigentlich unter sehr großer Unterstützung des Königs die erste solarthermische Anlagen entstanden und auch Windanlagen. Mhm. Die also waren Solar dann und Wind. Schon ein Teil von Desert Tech oder waren die eben sozusagen eine Initiative vom König, ich baue mal ein großes solarthermisches Kraftwerk? Ja, da kommen wir jetzt auf den Punkt, was ist Desert Tech? Ja. Weil da gab es ständig extreme Verwirrung, ja. Weil die sogenannte, man hat in Deutschland auch immer gesagt, ja, es gibt Desert Tech und es gibt die Desert Tech-Initiative. Ja. Damit wurde eigentlich gemeint, dass es Desert Tech die Idee, es gab auch eine Stiftung, die diese Idee damals aufgebaut hat mit Herrn Knies und mit anderen Leuten. Und dann kam es diese Initiative, die dann diese Idee umsetzen sollte. Mhm. Das war eigentlich mein Team. Ja, okay. Und dann hatten wir am Anfang 11 Gesellschafter, sagen wir DAX-Unternehmen, ja, Siemens, Münchner Rück, Münich Rehhausen, die heutzutage, und Deutsche Bank und E.ON, RWE und so große weiter. Große Namen, wirklich große Namen. Ja. Große Namen. Und unser Auftrag war tatsächlich am Anfang, Kraftwerk sorgt dafür, dass Kraftwerke gebaut werden können in Nordafrika und dass Strom nach Europa kommt und dass wir eigentlich auch dann diese Einspeisevergütung bekommen, das ist mal ganz vereinfacht zu sagen. Die Desert Tech Stiftung ist eine Stiftung, das ist ein NGO, auch andere Ideen und so weiter. Und am Anfang waren die verbunden mit uns, mit DII, waren auch ein Gesellschafter sogar, also eine Stiftung als Gesellschafter. Und wir haben im Laufe der Jahre gesehen, das passt nicht zusammen. Ja, das sind zwei total verschiedene Zielsetzungen. Ja. Die Zielsetzung von DII war einfach, einen Markt zu kreieren. Und natürlich auch mit dem Ziel, dass da weniger Emissionen stattfinden und dass auch eigentlich, was wir heute dann Energiesicherheit nennen, dass auch sichere Angebot von Strom aus den Wüsten kommt und dass Unternehmen Projekte machen können. Und das soll sauber geschehen und ethisch und so weiter. Aber eine Stiftung hat andere Zielsetzungen. Ja, die ist natürlich nicht so kommerziell aufgestellt. Die hat eben ihre ethischen Ziele im Prinzip im Hintergrund. Ja, ethisch. Aber die hat auch ganz schnell gesagt, ja, wir wollen eigentlich weltweit sorgen für Wüsten und so weiter. Das waren auch Privatpersonen. Mhm. Und die haben eine ganz andere Dynamik sozusagen. Und irgendwie hat das nicht harmoniert. Und das ist auch nach einigen Jahren ist das auseinandergegangen. Die Stiftung hat sich dann aus der DII, der Desert Tech Industrial Initiative, zurückgezogen. Okay. Aber in der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass, dass die echte Problematik ist, wie können wir dafür sorgen, dass möglichst schnell Emissionen reduziert werden. Genau, das ist ja eigentlich das Ziel. Ja, das eigentliche Ziel. Und das wird nicht dadurch reduziert weltweit, wenn man nur Strom von A nach B transportiert, sondern dass man optimiert, dass man versucht,
möglichst viel zu produzieren aus Anlagen, die keine Emissionen verursachen. Das mhm. erneuerbare Energien, theoretisch könnte das Kernenergie sein. Mhm. Oder theoretisch könnte das auch noch fossil sein, wobei man dann Kohlenstoff abscheidet ja. oder speichert oder mhm. wiederverwendet. Wind ist, glaube ich, da noch ein Thema gewesen, immer wieder mal. Und in Nordafrika, Nahen Osten, war in der Kategorie erneuerbare Energien, war das nicht nur Solar, mhm. sondern auch Wind. Ja. Also, und sogar Wind an erster Stelle, weil es viel einfacher Windanlagen zu bauen. Ja, und Marokko hat auch an erster Stelle mit Windanlagen angefangen, Ägypten auch. Mhm. Und also wir haben das festgestellt nach einigen Jahren, ja, was wir eigentlich machen sollten, ist nicht erstmal ganz stur auf das Ziel zu exportieren, sondern lokal zu arbeiten mhm. und mit diesen Ländern zusammen. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den Sie gebracht haben. Was ist dann eigentlich Desertec? Ja. Bei vielen war Desertec nur diese Export nach Europa und das war es dann. Ah, ja, okay. Aber wir haben gesagt, nee, für uns ist Desertec keine Emissionen. Mhm. Niedrigste Kosten mhm. und Energiesicherheit. Ja, das ist natürlich sehr gut. Ja, ja und dann muss, wenn man das so im Vordergrund stellt, dann stellt man die Frage, ja, wenn man dann über Europa und über Nordafrika und Nahost spricht oder eigentlich über den Weltmarkt, was ist dann vernünftig? Mhm. Und dann, dann kommt man ganz schnell auf eine Gesamtoptimierung. Natürlich ist Austausch von Energie und auch Export irgendwann vernünftig, ja, ja. physisch. Aber an erster Stelle geht es darum, möglichst schnell dort erneuerbare Energien zu entwickeln, wo die Kosten am niedrigsten sind, wo die Bedingungen am besten sind. Und das ist in der Wüste. Ja, natürlich. Ja. Ja, und wir haben ja, man muss ja auch immer im Klaren sein, die haben ja auch einen hohen Energiebedarf. Ich meine, angefangen von den Klimaanlagen, da unten, das und den vielen Einwohnern inzwischen in Ägypten oder? Ja, ist Ägypten, Europa insgesamt, Europäische Union ist etwa 500 Millionen. Ja. Ägypten oder Nordafrika, Nahost, also MENA, ja. war damals 400 Millionen und ist jetzt etwa 600 Millionen. Also das wächst in 15 Jahren sehr stark. Und natürlich auch die Industrialisierung, Verbrauch, auch was Sie sagen, Kühlung. Agrikultur, Industrie und Transport, das braucht auch sehr viel Energie. Auch zum Beispiel Dünger, Herstellung, wie zum Beispiel in Marokko, das wird von Ammoniak gemacht. Ja, und das Ammoniak wird jetzt noch importiert, aus fossilen Quellen sogar. Oder mit fossilen Energie hergestellt. Und es ist natürlich absurd, dass das Land das nicht gleich vor Ort macht mit Wasserstoff und Ammoniak. Ja, genau. Also Wasserstoff braucht man ja, um das in Ammoniak zu machen. Ja. Und wenn man den Ammoniak bisher aus Erdgas gemacht hat, dann kann man den natürlich viel effizienter da vor Ort machen. Ja. Heutzutage, ich meine, jetzt sind wir dann 10 Jahre oder 15 Jahre weiter als der Anfang, ist das alles selbstverständlich geworden, weil die Kosten, die Produktionskosten für erneuerbare Energien, Solar und Wind, sind nur noch ein paar Cent pro Kilowattstunde. Ja, also von den 25 Cent sind wir jetzt eben bei 5 oder wo liegen wir eigentlich aktuell bei den Preisen? Ja, bei den Kosten aus PV. Sind die mittleren Kosten, also die Least Cost of Electricity Erzeugung, bei etwa 1 Cent pro Kilowattstunde in den meisten Ländern. Das hängt noch ein bisschen von Kapitalkosten ab, mit Zinsniveau zu tun und so weiter, aber sag mal, grosso modo 1, 2 Cent, vielleicht hier und dort 3 Cent. Natürlich ist das dann nur tagsüber. Schön, wenn die Sonne da, wenn es Sonne gibt, wird produziert und wenn Sonne weg ist, nachts wird nicht produziert. Aber immerhin hat man sehr billig Strom. Bei Wind ist zwar etwas teurer, 2, 3, 4 Cent, aber hat man in vielen Bereichen 24 Stunden und das ganze Jahr fast. Mhm. Wie in Marokko an der Küste. Oder die Atlantikküste ist ja praktisch immer Wind. Praktisch immer Wind. Ja, ja. Und auch in Ägypten, Roten See, immer Wind.
und sehr gute Windverhältnisse, wie auf wie offshore, wie im Nordsee. Und ja, heutzutage ist die Kostensituation so gut und auch die Infrastruktur dort, um große Solar- und Windparks zu bauen, ist total vorhanden. Die Länder sind alle in der Lage, das auch zu entwickeln, zusammen mit internationalen Unternehmen. Dass wir auch sagen, das alte Desertec von nur, nur solarthermisch nach Europa ist momentan total anders. Wir sagen, um diese Ziele zu erreichen, niedrige, keine Emissionen mehr und Energiesicherheit und niedrigste Kosten oder bezahlbare Energie, setzt man mit den Ländern zusammen voll ein auf Solar und Wind. Und dann auch die Frage, was für Energieträger? Bleibt es Strom? Oder nimmt man Wasserstoff mit rein? Oder setzt man das um auf Wasserstoff, wobei man mit viel niedrigeren Kosten über größeren Distanzen große Mengen transportieren kann und auch speichern kann? Ja, Wasserstoff kann man natürlich speichern. Das ist, Strom ist ja immer das große Problem. Da. Ja, man kann, das ist ein Problem, weil Stromverbrauch noch total entkoppelt ist noch von Stromangebot aus Solar und Wind. Das passt irgendwie nicht zusammen. Der Mensch, der Naturmensch lebt mit der Natur und da ist das in Balance. Wir sind seit der industriellen Revolution natürlich immer weiter aus dieser Balance zu kommen. Wir können jetzt leben, wie wir wollen und Energie kommt dann irgendwo her. Dieses Zusammenspiel kommt eigentlich wieder zurück über Preissignale. Weil in dem Moment, dass es sehr viel Sonne gibt, tagsüber, werden wir fast überall, das sehen wir in Deutschland sogar, tagsüber sehr niedrige Strompreise bekommen, weil es überall Angebot gibt. Das wird in diesen Ländern natürlich extrem sein, dass wenn da riesige Anlagen, Stromanlagen und auch Wind gibt, und es gibt viel Sonne und viel Wind tagsüber in einem Wind, auf einem Windtag hat man extreme Überkapazitäten und das heißt, dass die Preise dort unter Null, also negativ ganz, werden. Jedenfalls ganz nahe an Null. Man wird bezahlt, um Strom abzunehmen. Ja. Also das zieht dann Verbraucher an, die davon profitieren. Und ein ganz, weil es wird immer gesagt, ja, es ist ein Problem, dass mit PV, dass man in der Nacht nicht produziert. Aber das Problem ist in Ländern, wo man zum Beispiel viel Kühlung hat, wie zum Beispiel in Dubai. In Dubai ist im Sommer 70% des Verbrauchs ist Kühlung. Okay, das ist natürlich am Tag besonders ausgeprägt. Das ist in vielen anderen Bereichen fast auch so. Und anstelle von zu sagen, ja, es ist ein Problem, dass nachts mit PV nichts produziert wird, sagt man in Dubai allmählich, also man bewegt sich in die Richtung, dass man sagt, das ist überhaupt kein Problem, weil die Kühlung, was wir tagsüber brauchen, wenn es so heiß ist, wird auch dann produziert tagsüber mit Sonnenenergie und wenn wir noch etwas mehr Kapazität bauen, dann produzieren wir tagsüber auch für nachts. Also Eis, irgendwie Vorräte oder? Und man kann Eis produzieren und kann das für speichern. Speichern. Das ist ganz einfach. Das ist ein Kühlschrank macht das auch. Ja, genau. Und das sind ganz primitive, einfache Lösungen. Mhm. Und das heißt, dass man diese 70% Verbrauch kann man 100% mit PV erzeugen. Das ist interessant, ja, weil wie gesagt, es geht natürlich gerade da hat man auch den glücklichen Zusammenhang, dass eben, wenn die Sonne scheint, braucht man viel Strom. Das ist ja bei uns im Winter ein bisschen weniger lustig, da ist das Sonne nicht so gut. In Deutschland ist das natürlich nicht möglich. In Deutschland spielt das so nicht, das ist klar. Ein bisschen schon. In Deutschland hat man natürlich mehr mit Heizung zu tun als mit Kühlung. Aber in Deutschland muss man sich dann die Frage stellen, was für Energieträger brauchen wir, um das zu überbrücken. Und dann wird man im Laufe der Zeit auch auf Wasserstoff oder Wasserstoffverbindungen, E-Fuels kommen, die produziert werden in Regionen, wo das am billigsten produziert werden kann. Das ist übrigens nicht nur in den Wüsten, das ist auch in der Nordsee.
Die Nordsee hat mehr als ausreichend Energie aus Wind und vielleicht noch Wellen und ein bisschen Solar und so weiter, um die Nordseeländer zu versorgen. Ja, das ist, aber ist also diese DII-Initiative ist aber wirklich schon fokussiert jetzt auf diese MENA-Staaten im Moment. Ja, also wenn man jetzt da wirklich von Marokko bis Dubai oder Oman oder wo man die immer da die Grenzen ziehen will, da hat man sich jetzt mal darauf fokussiert und der Sitz ist ja in Dubai. Ja, der übrigens sind wir immer noch ein GmbH in München geblieben. Okay. Bis heute, und ich bin immer noch der Geschäftsführer, aber das Team und die, sagen wir, die Tätigkeiten finden in Dubai statt. Mhm. Mit internationalen Personen und mit mittlerweile einer Gruppe von über 100 Unternehmen. Ach ja, genau, das wollte ich nämlich mal wissen, was ist eigentlich aus den Unternehmen geworden? Das waren ja vorher da, ja, diese großen DAX-Unternehmen mit dabei, die sind dann irgendwie ausgeschieden. Ja. Und naja, das ist ganz lustige Geschichte, und eigentlich auch ein bisschen verständlich. Die großen Unternehmen haben in 2009 gedacht, wir bauen große Kraftwerke, haben ein Riesengeschäft und das ist alles einfach. Das wird finanziert mit Einspeisevergütung. Ja. Also man hat da so große Vorstellungen, wie fantastisch die Welt würde. Ja. Das ist natürlich anders gelaufen. Da gab es Enttäuschung. Mhm. Es gab sogar in Deutschland, dass man sagte, ja, das Desertec ist tot oder ist gescheitert oder was auch immer. Wir haben aber gesagt, da ist überhaupt nichts tot, wir müssen nur umdenken. Ja. Und sind auch umgezogen von München, eigentlich mit dem Team von München nach Dubai. Und in der Zeit haben, das war 2014, haben die meisten deutschen Unternehmen, da war nur eine Ausnahme, das war RWE, aber alle anderen deutschen Unternehmen haben gesagt, ja, ist eigentlich nicht unser Ding. Es passt nicht in unsere Strategie, dass wir von Dubai aus mit Fokus erstmal auf MENA. Mhm. Das war für die Unternehmen nicht interessant. Und die sind ausgestiegen. Es sah dadurch fast aus, als ob das tot war. Ich meine, das Interesse war auch nicht groß. Die Presse hat gesagt, ja, Siemens ist weg. Deutsche Bank geht weg, Munich Re zieht sich zurück, dann muss das ja wohl zusammengebrochen sein. So war ja, das ist natürlich eine Fehlinterpretation, weil das sind ja eigentlich die Firmen, die halt diesen ersten Run da mitgemacht haben. Ja, das waren die erste Pioniere sozusagen, die eigentlich dieses Umdenken nicht mitmachen wollten. Dann hatten wir aber sehr viel Glück, dass wir hatten drei Unternehmen, die immer gesagt haben, wir glauben voll daran. RWE habe ich genannt, das war damals Peter Therium. Der hat immer gesagt, das ist die Zukunft, wir müssen dabei sein. Und die sind auch immer geblieben. Dann gab es die Chinesen. Und wir arbeiten viel mit State Grid, das ist ein Netzbetreiber in China. Und die haben gesagt, naja, die denken in 2 Jahre oder die denken in Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausend, Millennium. Die haben gesagt, das ist interessant. Es passt in deren Strategie, dass da Netze gebaut werden, dass da erneuerbare Energien entstehen. Und die haben immer gesagt, wir unterstützen euch. Und dann, last but not least, das ist ganz interessant, es gab damals ein kleines Unternehmen, Aquapower. Aquapower, ja, die da auch die Strom- und Wasserversorgung, glaube ich, machen. Es waren eigentlich hauptsächlich Wasser damals, Entsalzungsanlagen haben die gebaut, aber auch Strom dann. Das war damals sogar noch Kohle und Gas, aber da gab es eine sehr visionäre Führung. Das ist Paddy Padmanabhan, ein sehr visionär, aber auch jemand, der in der Lage ist, das umzusetzen. Und der hat gesagt, wir müssen auf Solar und Wind in diese Region setzen. Das ist die Zukunft. Ja. Und die haben uns gesehen als ein Instrument. Also haben gesagt, die DII ist ideal. Wir haben Studien gemacht, wir wissen, wie die Region ist, wir haben viele Kontakte, wir konnten bei allen Ministerien in der Region, aber auch in Europa, konnten wir die Türen öffnen. Und die haben uns sehr unterstützt. Und die drei haben gesagt, wir stehen voll dahinter.
Und mit den dreien haben wir auch wieder andere Unternehmen aufgebaut. Und jetzt sind wir, sagen wir, 2014 war das ein bisschen unser Minimum. Ja. Und jetzt sind wir von drei, und da waren gar noch ein paar Unternehmen, die uns immer geholfen haben, bis auf diese 100 gewachsen. Ja, wissen Sie das? Und das Schöne ist auch, dass in diesen 100 sind, ich glaube, so ein Drittel aus der Region. Nordafrika, Nahost. Das ist natürlich auch wichtig, dass es sozusagen lokale Unternehmen sind, weil die natürlich dann auch die lokalen Arbeitsplätze erzeugen. Jetzt aber die Idee ist, dass DII ist dann sozusagen eine Organisationsstruktur, die den einzelnen Unternehmen zusammenführt, mit den Regierungen zusammenführt, um sozusagen die Platzierung neuer Kraftwerke zu organisieren. Das ist aber nicht sozusagen der Eigentümer der späteren Kraftwerke. Nee, genau. Das war eigentlich auch nie gemeint. Ja. Vom Anfang an, nur wieder den Punkt, war ein bisschen tragisch, ja, dass wir in der Öffentlichkeit gesehen wurden als ein Projektentwickler. Ja, genau. Das ist das war nie die Absicht ja, und das haben wir auch nie gemacht. Mhm. Wir waren, was wir auf Deutschland nennen könnten, ein Wegweiser für den Markt, dass man sagt, für die Industrie, dass man sagt, wir sehen eine Entwicklung in Nordafrika, Nahost, und wir helfen, das zu beschleunigen. Mhm. Und dadurch entstehen Projekte und Businessmöglichkeiten für die Unternehmen. Das war unsere Rolle. Wir waren, auf Englisch sagen wir, das ist eine schöne Terminologie, Market Enabler. Enabler, genau. Enabler. Also, ja, ja. Und auch ein bisschen Think Tank. Ja, wir waren Kenntnis und so weiter. Mhm. Wie groß muss man sich denn jetzt eigentlich diese Organisation, also von den direkten Mitarbeitern vorstellen? Ja, wir haben eine Kerngruppe, feste Leute von etwa 5 Personen und wir haben eine Gruppe von 20 Experten, die mit verschiedenen Arten von Kontrakten mit uns arbeiten. Okay. Und wir haben natürlich diese 100 Unternehmen, die immer in Arbeitsgruppen und in Tagungen ihre eigene eigenen Input liefern. Sie bauen also sozusagen ein Netzwerk auf von Firmen, wie die da zusammen dann zum Projekt auch machen können. Und diese Firmen finanzieren dann natürlich auch letztendlich über irgendwelche Beiträge diese DII. Ja, das ist richtig. Ja. Jedes Unternehmen zahlt jährlich ein Annual Fee, also einen Beitrag. Und die Firmen, die, es ist auch wir nicht ein Kartell, was hier gebaut wird von einer Gruppe, die nur alles gesamt. Ja. Es ist ein, tatsächlich ein Netzwerk von Unternehmen, die entweder in gewissen Kombinationen zusammen oder auch in Wettbewerb zueinander ihre eigenes Business entwickeln. Jetzt wenn da zum Beispiel ein Projekt ist, also zum Beispiel dieser Martum-Solarpark da in Dubai, das ist ein riesiger Solarpark, der wird jetzt entwickelt von Stadt Dubai und dann in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern von den Desert Tech oder von diesen Teilnehmerfirmen? Im Maktoum Solarpark sind verschiedene Teile, die immer wieder von verschiedenen Entwicklern entwickelt werden, zusammen mit dem lokalen Energieversorger, das ist DEWA, Dubai Electricity and Water Authority. Es geht grundsätzlich so, dass DEWA Projekte ausschreibt und dass es dann Joint Ventures entsteht. Zum Beispiel DEWA mit Aqua Power, das war der erste. Ganz berühmt, aber damals übrigens, das allererste PV-Projekt war damals mit First Solar, das war auch ein Gesellschafter von DII. Aqua Power ist natürlich Gesellschaft von DII. Es gibt Teile, wo Siemens und viele andere Teilnehmer in DII beteiligt sind. Ist denn Siemens wieder in dieser Liste aufgetaucht? Ja, Siemens ist unter anderem, Siemens ist auch wieder, es gibt, wir haben sogar, und das ist ja auch wieder ganz interessant, wir haben zwei Siemensen. Ach, ja, okay. Energy? Ursprüngliche Siemens. Ja. Als Partner und auch Siemens Energy. Ja, die haben sich ja aufgespalten, warum haben wir aufgespalten und dadurch haben wir zwei Siemens zwei inzwischen. Partner. Ah ja, das ist natürlich interessant, ja. Ja, weil, und das also sehr, also da sie natürlich in Dubai sind, haben sie natürlich vor Ort diese Großprojekte, ich meine, Dubai blüht ja die Solarenergie sozusagen. Ja. Wie schaut denn das jetzt mit den anderen Ländern aus? Also in Marokko haben sie ja gesagt, da ist vom König eine sehr starke Unterstützung da. Ägypten
baut, glaube ich, relativ viel, wenn ich es richtig verstehe. Ja, also Sie sagen Dubai und so, da wird natürlich viel gemacht, aber in Dubai an sich wird letztendlich, ja, das sind Pionier, die sind am Anfang sehr, sehr stark, aber die haben nicht so extrem viel Solarperspektiven mehr, weil das Dubai selbst als, ist klein. Als Emirat ist klein. Ja, stimmt. Abu Dhabi zum Beispiel ist schon viel größer und die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten langfristig. Aber auf die Frage, wir sehen fast in allen Ländern jetzt riesige Projekte entstehen. Das ist Solar, Wind, Wasserstoff, Infrastruktur, auch das Thema Hafen. Also das ist Transport, auch ein riesen Transport. Und ja, die Länder, die jetzt am schnellsten und größten sind, sind nicht so sehr mehr Marokko, ich würde sagen Ägypten, Oman und Saudi-Arabien. Ah, ja, das sind momentan die Vorreiter, aber auch, muss man sagen, Marokko war einer der ersten und der baut auch ständig weiter, sowohl Wind als Solar und jetzt auch Wasserstoff. Ägypten, wie gesagt, geht sehr schnell, aber auch Jordanien. Saudi-Arabien war relativ spät, aber macht jetzt einen Riesensprung, unter anderem auch mit dem großen Neom. Ja, das Neom-Projekt, also diese Riesenstadt, also 170 Kilometer Verleihen oder wie ist es jetzt in der Ja, bei auch? Neom muss man denken an ein Gebiet, wo extrem wenig Menschen leben. Das ist in dieser Ecke Nordwest. Roten Meer Richtung Ägypten. Roten Meer grenzt an Ägypten, an Jordanien und Israel. Also fast, ja, das ist diese Ecke. Ja. Und ist so groß wie Belgien. Und die Entwicklung ist, dass man versucht, sag mal, Aktivitäten aufzubauen, auch Immobilien und Hotel und alles vom Feinsten, ohne die Natur zu zerstören. Also es geht eigentlich darum, so zu bauen, dass 95% so bleibt, wie es ist, unberührt bleibt. Ja. Und man möchte natürlich auch industrielle Aktivitäten, aber dann industrielle Aktivitäten, die keine Umgebungsbelastung bieten. Ja. Ja. Also das, zum Beispiel die Herstellung von Wasserstoff und Ammoniak ist einer der ersten Punkte. Die sind auch dabei jetzt und haben sogar, als wir in Dubai waren vor 2 Wochen, eine große Ankündigung gemacht, dass Neom mit Aquapower und Air Products, die haben ein gemeinsames Unternehmen, für die Herstellung von Wasserstoff und Ammoniak. Und die haben jetzt einen Vertrag unterschrieben von 8,5 Milliarden Dollar für die nächsten 30 Jahre Produktion von Ammoniak. Das ist natürlich eine riesige Nummer dann. Ja. Also das heißt, dass es Saudi-Arabien, also obwohl sie eigentlich mal als Ölexporteur im Wesentlichen bekannt ist, steigt also in den Bereich ein, wirklich seine Flächen auch für Solar und die da nachfolgende erste Technologiestufe, also Industriestufe, wie die Produktion von Wasserstoff oder Ammoniak dann. Ja, aber auch nicht nur Solar und Wind, auch Wind. Das ganz Interessante in Regionen wie Neom ist, dass es dort sehr viel Wind gibt. Ja. Und Wind ist 24 Stunden. Ja, und ja. Solar und Wind, diese Verbindung ist sehr stark. Also man hat einen sehr hohen Gleichzeitigkeitsfaktor, also sehr große Produktionsmöglichkeiten. Und dadurch können auch, sind die Kosten für Wasserstoff sehr, sehr niedrig. Also man hat eine höhere Auslastung der Produktionskapazitäten. Ja, eine hohe Auslastung. Und es ist so, das haben die auch angekündigt, dass die gehen jetzt in Richtung $1 pro Kilo Wasserstoff. Ja, das ist ja die Hausnummer, an der alle. Das war lange so ein Idealbild, und wo viele sagten, das wird nie erreicht. Aber man sieht, das wird grundsätzlich erreicht. Weil wenn die Welt. $1 pro Kilogramm ist. $1 pro Kilogramm. Ja, ja. Wenn die Welt sehr ambitionierte Ziele setzt, dann sieht man fast immer, dass die auch erreicht werden. Das sind ja ungefähr 33 Kilowattstunden, glaube ich, was da drin steckt, ja, so, wenn ich das abschätze.
diese, ich sage es mal, klassischen Sahara-Staaten wie Algerien und Libyen, die sind politisch im Moment schwierig oder da passiert jetzt wenig. Es gibt politisch, das ist auch etwas, womit wir natürlich immer zu tun haben, dass die, wenn man über MENA spricht, dass es sehr unterschiedliche Länder sind. Ja. Es gibt, es wird auch in Deutschland sehr häufig gesagt, ja, das ist alles instabil oder das ist alles schwierig und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich. Marokko und Tunesien, Ägypten, Saudi-Arabien, Oman, Golfstaaten, Bahrain, Kuwait, Jordanien sind sehr stabile Länder, mhm. haben einen sehr guten Track Record. Mhm. Vielleicht, es gab natürlich in Arab Spring in Tunesien dass man, und in Ägypten, dass man einige Monate ein bisschen Verwirrung hatte, aber das hat sich sehr schnell wieder gegriffen und die Länder, kann man nicht sagen, dass man noch etwas davon merkt heute. Es gibt aber auch Länder, die leider nicht diese große positive Entwicklung zeigen. Das ist zum Beispiel Libyen. Das Land ist noch zersplittert. Das ist nicht ein Land. Zwei Stämme im Prinzip. Es sind mehrere sogar. Mehrere, ja. Es gibt Jemen. Und ja, Algerien ist ein bisschen dazwischen. Algerien ist an sich ein sehr stabiles Land mit einem sehr guten Track Record. Liefert seit eh und je Öl und Gas. Auch ein Lieferant an Europa, sehr zuverlässig. Aber Algerien ist im Bereich erneuerbare Energien immer zurückgeblieben. Hat zwar immer große Ankündigungen gemacht, aber hat das nicht konsequent umgesetzt. Und das hat natürlich auch wohl mit politischen Umständen zu tun. Ja. Die Schwierigkeit ist, wir haben ja in der ganzen arabischen Welt haben wir natürlich nicht so ausgeprägt viele Demokratien, also jedenfalls in dem westlichen Sinne. Ägypten ist da ein bisschen mehr in der Richtung, wenn ich es richtig verstehe, aber die Saudi-Arabien ist ja, sagen wir, eine klassische, völlig ohne parlamentarische Kontrolle. Das ist die Frage, was der König da entscheidet. Wir haben natürlich immer mit diesen Diskussionen zu tun von politischer Ordnung. Das ist nicht unser Ding natürlich. Ja, ja. Wir sagen, wir können es uns erlauben, sehr einfach zu denken, es gibt Sonne, es gibt Wind. Die Menschheit braucht Energie ohne Emissionen, zu niedrigsten Kosten. Ja. Wir können uns natürlich doofstellen und sagen, ja, wir haben mit all diesen politischen Klimbim nichts zu tun. Man muss einfach dafür sorgen, dass erneuerbare Energien die Basis der Weltversorgung wird. Ja. Und wenn man in dem Kontext dann sagt, ja, Demokratien und autokratische Systeme und was auch immer, da kann man das auch ganz anders betrachten. Uns geht es nicht natürlich darum, keine Emissionen und niedrigste Kosten, aber auch, dass die Bevölkerung davon besser wird und so weiter. Das eigentlich die Menschen vor Ort und nicht in erster Stelle die Deutsche oder die Niederländer, sondern die lokale Person, dass sie davon besser werden. Und was wir feststellen, ist es gleichgültig, ob wir demokratische Systeme haben oder autokratische. Wir sehen überall, dass wo es Projekten entsteht, erneuerbare Energien, die auch nach den Regeln der Kunst ausgeführt werden, und das ist auch immer besser sichtbar, dann ist das sehr positiv für die ganze Bevölkerung. Also und damit ist für uns eigentlich das Thema abgehakt. Es sei dann, dass wir in Ländern nicht mehr machen können, wie zum Beispiel in Jemen oder Libyen, die sagen, ja, das ist ja schade, dass die politische Struktur es eigentlich verhindert, dass eine Energietransition stattfindet. Ja, gehen wir mal davon aus, wir haben also doch relativ viele Länder, die stabil sind und die davon profitieren, dass man also große Solarinstallationen mit der zugehörigen Industrie macht, weil das ist ja auch für die Leute dann Arbeitsmöglichkeit. Und vor allem, das hat ja nicht jeder diese Ölreserven wie Saudi-Arabien, muss man sich ja auch im Klaren sein. Und die müssen ja auch irgendwie auf die Zukunft schauen. Ist diese Idee, dass man dann sagt, wenn die jetzt im großen Rahmen PV haben, wo stehen wir denn da? Wie viel Prozent? Also in Deutschland sagt man, wir können, glaube ich, 10% des Stroms mit PV machen, also
übers Jahr gemittelt. In Peakzeiten sind wir natürlich noch mal besser im Sommer, aber wo stehen denn diese Länder im Moment? Gibt es da schon welche, die wirklich in so spürbarem Bereich, 10% oder mehr Prozent? Die Länder stehen natürlich ganz am Anfang. Die stehen noch am Anfang. Als wir in 2010 angefangen haben, 2009 angefangen haben, war die Region 100% fossil. Ja, fast 100%. Man hat natürlich Assuandam in Nil und hier und dort vereinzelt noch ein bisschen ein paar Windmühlen vielleicht. Mhm. Aber heute, ich weiß nicht genau, wo wir stehen, aber das ist ein bisschen das Problem, dass statistische Daten in der Region noch nicht so leicht zu haben sind. Mhm. Aber ich denke, dass die ganz bald in Bereich 10% rutschen. Mhm. Jetzt. Das geht jetzt sehr rapide an. Mhm. Eigentlich ist es so, dass die ersten 10 Jahre fast nichts sichtbar war. Mhm. Aber jetzt explodieren die Projekte. Mhm. Das sind natürlich auch diese exponentiellen Kurven. Wir sind absolut in einer exponentiellen Kurve, weil vor 10 Jahren waren die, wenn man gesagt hat, es gibt ein 10 Megawatt PV-Projekt, das war schon riesig groß. Ja. Hatte auch Aufmerksamkeit, hat die Presse erreicht. Heute reden wir über minimal Projekte von, sagen wir, 500 Megawatt und 500. Meistens über 1000 Megawatt. Mhm, also Gigawatt-Projekte. Man redet, weil in Ägypten, Saudi-Arabien, die kündigen nur noch Gigawatt-Projekte an. Mhm. Und das wird sehr schnell gehen. Weil die Länder, wir haben gerade über Saudi-Arabien auch gesprochen, natürlich hat die Führung in Saudi-Arabien hat schon längst entdeckt, dass die Zukunft liegt bei Solar und nicht bei Öl. Mhm. Die versuchen natürlich möglichst lange noch mit Öl Geld zu verdienen. Ja. Aber die nächste Phase wird dann sein mit Solar und Wind. Und die haben auch Szenarien, das geht dann erstmal bis 2050, das ist Land 2050, 2060, auch nach dem Pariser Abkommen in 2015, dass man sagt, mehr und mehr erneuerbar und weniger Emissionen. Mhm. Nach 2060 rechnen die natürlich auch damit, dass das Land keine Emissionen mehr produziert, dass das alles mit erneuerbaren Energien gemacht wird. Und dann können die das Öl, was noch gebraucht wird, für chemische Prozesse oder Weltmarkt oder was auch immer, das exportieren die dann. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt eben tatsächlich dieses exponentielle Wachstum haben, diese riesigen Gigawattanlagen gebaut werden, Fläche ist ja, glaube ich, ausreichend da, dann kommt natürlich irgendwann mal diese alte Idee wieder zurück, dass man sagt, exportieren wir den Strom? Ich meine, jetzt exportieren sie Öl oder Gas. Und Strom oder vielleicht auch dann Wasserstoff zu exportieren, ist dann schon ein längerfristiges Ziel von diesen Ländern. Ja, das ist eine Selbstverständlichkeit, das ist ein Ziel, Selbstverständlichkeit, wie man es auch nennen möchte. Der Markt eigentlich, und wir sehen das auch sehr entspannt im Sinne von Weltmarkt, so wie auch Öl und Kohle und LNG und Gas auch über Leitungen im Laufe der Jahrzehnten einen Weltmarkt gefunden haben oder entwickelt haben. So wird das mit Strom aus erneuerbaren Energien oder Wasserstoff aus erneuerbaren Energien oder E-Fuels, die aus Wasserstoff produziert sind, wird das auch stattfinden. Es ist natürlich Angebot und Nachfrage. Ganz wichtig, Und da komme ich eigentlich wieder auf den Punkt von physischen Energieträger. Ja. Strom und Wasserstoff und alle möglichen E-Fuels, die unter dem Strich keine Emissionen produzieren. Und das Merkmal grün, also aus erneuerbare Quellen, beziehungsweise kein Kohlenstoff emittieren. Also eben kein CO2 produzieren. Das sind nur die drei Dinge, die von Bedeutung sind. Mhm. Physische Energieträger, die gibt es schon, Strom, da ist nichts Neues dran, ob Strom, ob das von Kohlekraftwerk Strom produziert wird oder erneuerbare Energien, ist immer noch das Gleiche. Ja. Also die ganze Infrastruktur soll auch weiter benutzt werden. Aus erneuerbare Quelle, das ist ein Premium, könnte man sagen, das soll auch im Markt ein extra verdienen. Mhm. Ja, das soll einen Wert haben im Markt. Und dann kein Kohlenstoff, keine CO2 in die Atmosphäre, netto.
Das soll so sein, dass derjenige, der noch CO2 in die Atmosphäre bringt und das nicht rausnimmt, Abgabe sogar, irgendwann soll das verboten werden. Ja, gut, dann wird man sehen, wie sich das entwickeln kann, aber dass man eben sozusagen tatsächlich in eine Wirtschaft kommt, die im großen Teil CO2-frei ist. Also ich habe jetzt auch gelernt, dass 100% CO2-frei nicht zwingend notwendig ist. Man einen gewissen Teil kann die Natur wohl absorbieren, aber das wollen wir mal nicht da vertiefen. Eine andere Geschichte jetzt nochmal, wenn man solche großen Projekte hat, wie Sie da erzählt haben, dass man jetzt Gigawatt-Projekte hat, die sind ja auch teuer. Also da kommt man ja dann auch immer in Geldbeträge von Milliarden. Ja. Da kommt die Frage der Banken, die hier natürlich auch mitspielen müssen. Ja. Wie entwickelt sich das? Also einmal ist das Bankwesen in der arabischen Welt natürlich aber ein spezielles. Ja, wie kommt man damit zurecht? Zunächst ist natürlich so, die Projekte in den meisten arabischen Ländern werden vom Staat ausgeschrieben und betreut. Und auch ein Teil der Finanzierung kommt aus Ländern. Mhm. In Dubai ist das natürlich nicht so ein großes Problem. Ja. Aber die Länder arbeiten die viel mit Förderbanken. Weltbank, Europäische Investitionsbank, KfW, aber auch lokale arabische oder afrikanische Förderbanken. Aber auch mehr und mehr sehen wir kommerzielle Banken, die einsteigen. Also dann europäisch, amerikanisch oder wo kommen die dann her? Ja, aber auch koreanisch und japanisch, koreanisch, europäisch, China. Mhm. China macht natürlich auch sehr viel in dem in MENA, bringt auch sehr viel Geld mit. Vereinigte Staaten vereinzelt auch, Europa auch lokal. Also es ist sozusagen weltweites Interesse. Mittlerweile ist das total liberalisiert oder total setzt sich zusammen als Weltbank, als ein Bankensystem. Mhm. Aber wie gesagt, es ist noch sehr stark, fängt es an bei dem Staat, lokal Staat. Und Förderbanken. Die haben natürlich auch andere staatswirtschaftliche Strukturen, sie haben natürlich sehr viel Geld in Reserve von den Öleinnahmen letztendlich. Ja, das ist richtig. Man muss es auch so sehen, dass weil ich sehr häufig bekomme ich Fragen über erneuerbare Energien und über die Finanzierung von erneuerbaren Energien, als ob das eine komplett neue Geschichte ist für Finanzierung. Aber früher gab es Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke und Ölkraftwerke, die wurden einfach auch finanziert. Ja, aber da ist immer dieser sogenannte Begriff der Bankability. Also dass eine Bank sagt, wie viel, man hat ja immer sozusagen ein Premium drauf, wie viel höher ist der Zins für irgendein Produkt. Dadurch, dass die Technologie Solar und Wind vollkommen bankable geworden ist und sogar auch viel sicherer und weniger Risiken und so weiter und so fort, sind die momentan mehr bankable. Kohlekraftwerke ist überhaupt nicht mehr bankable. Es werden auch keine Kohlekraftwerke mehr das gebaut. Das ist vollkommen aus. Es ist sogar in Dubai hat man in 2015 beschlossen, ein riesigen Kohlekraftwerk zu bauen, Hassian. Man hat jetzt vor einigen Monaten beschlossen, dass Kraftwerke, das wurde auch gebaut, wurde in Betrieb gesteld, das weiter aus dem Betrieb zu nehmen, also nicht weiter zu führen. Ach was, Wegen CO2. Ja. Mhm. Also Kohle ist, so wie auch in Deutschland oder wo auch immer, ist out. In Deutschland wird es abgebaut. Jedenfalls. Ja, man versucht es. Wir hatten jetzt natürlich da Probleme mit dem Erdgas und so. Aber noch einige Jahre und man hat eine Krise und so weiter. Aber der Trend ist ganz deutlich, das ist vorbei. Und das Gleiche wird mit Gas natürlich auch passieren. Also Gaskraftwerke sind irgendwann auch, weil die produzieren CO2 und das noch abzufangen, kann man theoretisch machen. Ja. Aber das ist so teuer, dass kann man nicht erwarten, dass es noch mal ein großes Geschäft wird. Und das heißt, dass automatisch die Bankability, das Preisniveau wird dadurch auch ansteigen, relativ. Und die Erneuerbare sind die billigste Produktionseinheiten. Die werden dadurch extrem bankable. Weil man kann, wenn man für 1, 2, 3, 4 Cent pro Kilowattstunde produzieren kann, natürlich muss man dann auch noch Balancing Power und sorgen, dass eine Tag-Nacht und all diese Dinge, das muss man zusammen organisieren. Das geht über Netze, das geht über Speicherung, das geht über
Austausch von Energie, das geht mhm. über Konvertierung, es geht über Schiebung von Verbrauch. Last, ja. Das kann man alles machen. Und insgesamt ist das weitaus das Billigste. Ja, also das heißt, wir haben also hier Bankability, jetzt aber vielleicht nochmal, wie immer, es gibt natürlich auch Probleme, wenn ich ein PV-Kraftwerk, also jetzt mal klassisch in der Wüste stehen habe, dann habe ich natürlich zum Beispiel dieses Problem, dass ich die langsam zusetzen mit irgendwie Sand und Ähnlichem. Ja, das ist interessant. Das wurde mir immer, vom Anfang an, als ich angefangen habe, hat man mir immer erzählt, das gibt ein großes Problem mit Sand. Ja. Sandstürme, jeder, der über Wüsten spricht, denkt an Sanddünen. Ja, das ist ganz einfach. Das, ist nett, das Interessante ist, es werden natürlich keine Anlagen in Umgebungen gebaut, wo es Sanddünen gibt. Okay. Da wird man natürlich keine Solar- oder Windkraftwerke. Mhm. Windkraftwerk wäre noch denkbar, aber auch das würde man nicht leicht machen. Mhm. Die arabische Wüste oder die Sahara in Nordafrika und auch im Nahen Osten, die Wüsten dort, ist eine Fläche von 14 Millionen Quadratkilometer. Das ist dreimal so groß als Europa. Mhm. Und man braucht für die ganze Energieversorgung, die ganze Welt, braucht man nur 160.000 Terawattstunden. Ja. Und wenn man ausrechnet, was für Fläche man von diesen 15 Millionen Quadratkilometer braucht, dann ist das 1,5 bis 2 Prozent. Ja. Und diese 1,5 bis 2 Prozent sind natürlich nicht in den Dünen. oder an Stellen, wo es keine Infrastruktur ist. Das wird natürlich selektiv ausgesucht. Wo man baut, ist meistens... sind die Verhältnisse so gut, dass man diese Risiken nicht hat, dass da mit Sand und alle möglichen Probleme entstehen. Natürlich kann es Sandstürme geben an sich, aber die Wehen über die Anlagen sind dann irgendwann auch wieder weg. Das weht einfach weg oder teilweise, wenn es eins vereinzelt mal passiert, dann kann man das auch aufräumen. Das ist nicht echt das Problem. Solche Probleme kann man sogar alles robotisiert aufräumen. Mhm. Also heutzutage sind die großen Solaranlagen sind alle robotisiert. Mit Reinigung. Auch Wasser ist nicht das Problem. Es kann auch ohne Wasser gereinigt werden. Mhm. Lässt man weg mit den Die Technologie hat sich im Laufe der Jahre so extrem verbessert. Diese Anfangsprobleme, die man damals gesehen hat, auch Terrorismus und so weiter. Früher hieß es, man kann dort nichts bauen, weil es gibt so viele Terroristen. Ja, genau. Wir haben dann im Laufe der letzten 10 Jahre sehe ich nur terroristische Aktionen in anderen Ländern, nicht in MENA. Also, stimmt. Auch das Gebiet ist so groß, wenn man über ein Gebiet von dreimal Europa spricht, dann kann vielleicht vereinzelt irgendwo mal ein Terrorist irgendwas machen, aber das ist insignifikant. Ja gut, es ist ja auch, sagen wir mal, so diese Dichte der Energie ist ja relativ gering, das heißt, es sind immer riesige Flächen betroffen, wenn man da irgendwie Anschlag oder was, das ist ja gar nicht realisierbar in dem Sinne. Ja, und auch Netze, auch wie in Europa haben wir Verbundnetze, alles verbunden, Strom und Gas, da kann man auch die besten Terroristen sind nicht in der Lage, die ganze Energieversorgung von Europa zu zerstören. Da muss man wohl auf geopolitischer Ebene etwas machen. Ja, aber in den Wüsten, da gibt es auch verschiedene Netzverbindungen dann. Und gerade das Thema Wasserstoff, mehr und mehr wird man sehen, dass keine Netze mehr gebaut werden oder nur sehr viel weniger. Wir haben schon über Gleichstromnetze, HGU gesprochen, das wird es natürlich noch geben, aber viel mehr wird es geben, Gasnetze für Wasserstoff. Ist das, ja, weil ich sage, das ist ja immer die Frage, welcher Transport ist jetzt wirklich der günstigere? Vielleicht wissen wir das auch noch gar nicht, weil wir haben ja keine großen Wasserstoffnetze, jedenfalls nicht hinterkommen. Aber ich meine, modellmäßig, man kann schon ausrechnen heute, was der Unterschied ist zwischen Strom- und Gasnetze. Heute, Erdgasnetze sind auch viel günstiger insgesamt für große Mengen Energie. Über Erdgas wird nicht über Strom transportiert. Stromnetze sind grundsätzlich nicht geeignet für große
Energietransporten. Das gibt es auch in Europa nicht. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Also in China habe ich halt gesehen, dass die, glaube bis Kasachstan, glaube ich, so 4000 Kilometer mal eine Leitung gelegt haben. Und auch da Projekte existieren mit dem, mit so einem Supergrid, was sie da, ein Asian Supergrid Initiative. Ja, das ist tatsächlich richtig. In Europa haben wir die Situation nicht, dass wir aus einer extrem entfernten Gegend sehr viel Stromtransport brauchen für ein Verbrauchszentrum sehr weit entfernt. In China ist das tatsächlich der Fall. Das ist auch in Kanada übrigens und in Brasilien. Okay, wenn man, und das ist auch noch aus der alten Zeit, da bis vor einige Jahre war die Anwendung von Wasserstoff noch nicht so bekannt. Und ja nun, da haben wir natürlich die Wirkungsgradprobleme ein bisschen. Das ist, Wirkungsgrad ist grundsätzlich nie an sich ein Problem. Es geht letztendlich darum, um Kosten pro Kilowattstunde. Ja, das ist richtig, ja. Das stimmt. Also wenn Sie in Ihrem Auto fahren, also wenn Sie ein Benzin- oder Dieselauto haben, stellen Sie sich auch nicht die Frage, was die gesamte Effizienz ist. Ja, die ist nämlich sehr, sehr gering. Das stimmt, ja. Warum soll dann plötzlich bei Wasserstoff eine Effizienz ein Thema sein? Okay, das heißt sozusagen die Sicht aus dem Handel ist einfach, dass man sagt, wir haben halt einen Preis für das Kilo Wasserstoff. Genau. Wenn das ein Euro ist, dann sind wir marktfähig. Und Märkte arbeiten so. Und auch Deutschland, auch wenn dass man in Deutschland sagt, Handel das ist irgendwie für uns ein bisschen suspekt, trotzdem wird das ganze Leben bestimmt von Handel oder von Ankauf und Verkauf und von A nach B. Und es geht letztendlich um erstmal Kosten und dann Preis. Kosten ist natürlich das Fundament für Handel, Angebot, Nachfrage, wird sich immer an Kosten orientieren, aber nicht nur Kosten. Es gibt dann auch noch Gleichzeitigkeit oder Engpässe und so weiter und so fort, die dann Preis bestimmen. Beim Strommarkt haben wir ja diese, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnliche Situation, dass man das Produkt nicht lagern kann. Also so ähnlich wie die Hotels, die können ihre Zimmer auch nicht lagern. Die müssen entweder verkaufen oder es ist nicht verkauft. Das macht den Markt, sagen wir mal, ein bisschen speziell, aber es gibt natürlich Handelsmechanismen, das zu überbrücken. Also mit Das ist richtig. Jeder Energieträger hat natürlich seine Charakteristika und das spiegelt sich auch wieder in den Preis letztendlich, in den Märkten. Es geht natürlich darum, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Märkte, die es gibt, möglichst offen sind, damit Preisgestaltung auch sehr realistisch stattfinden kann. Wenn Märkte weniger offen sind oder sehr geschlossen, dann ist die Preisgestaltung meistens bestimmt von nicht marktorientierten Kräften, zum Beispiel Regierungen, die Tarifen und so weiter. Und das geht natürlich langfristig immer in die Hose. Langfristig, das kann man auch leicht zeigen, ist das immer am teuersten für die Bürger, letztendlich zahlt der Bürger. Das ist ja das, was wir natürlich in Deutschland, wir neigen ja in Deutschland dazu immer, der Staat legt die Preise irgendwie fest mit Subventionen oder so. Ich hoffe nicht, dass man dazu neigt, weil das wäre katastrophal. Ja, ich meine, man hat es ja in der deutschen Energiewende wurde natürlich festgelegt, Einspeisevergütung ist so ein Klassiker. Ja, aber wobei man das muss sehen, als anschieben. Anschub. Das ist okay. Ja, das wenn ist man, richtig. Ja. Ich bin nicht gegen Einspeisevergütung an sich, wenn das nur als Anschieben ist. Ja, gut, das funktioniert. Das ist damit eine neue Entwicklung in einen Markt hineinwachsen kann. Aber man kann sich natürlich schnell an sowas gewöhnen. Dass man sagt, das wäre verheerend, wenn man dieses Anschieben dann für immer macht, dann subventioniert der Staat irgendetwas und weiß dann dabei nicht, ich kann das auch nicht wissen, wie sinnvoll das ist. Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, dass wir in der Wirtschaft der Markt und die Marktteilnehmer wissen, wie sie das am besten dann realisieren. Das ist ja gerade, also bei der Vermeidung von CO2 ist eine CO2-Abgabe ist eigentlich das einfachste Mittel und dann kümmert sich der Markt, welche Technologie dann nach oben kommt, weil die eine ist eben billiger, aber hat vielleicht andere Nachteile, aber letztendlich kann der Markt das natürlich entscheiden. Und auch der Ort, wo die einzelnen Sachen dann stehen, das ist ja auch so ein Punkt.
Naja, es ist natürlich, wir reden leicht über diese, das ist technokratisch, so wie ich auch rede momentan. Ich verstehe natürlich auch, dass politische Wirklichkeit anders ist. Ja. Weil wenn durch reine Marktwirkung die Preise sehr hoch sind, was wir auch in der Krise der Ukraine-Russland-Krise gesehen haben, dass es Engpässe entsteht dadurch, dass ein Russland gewisse Menge Gas nicht mehr liefert oder gar nicht mehr liefert, dann entstehen dadurch sehr hohe Preise und ja. dann ist die Bevölkerung überrascht. Und wird das nicht verstehen. Mhm. Und erwartet dann vom Staat Hilfe. Gaspreisbremse. Und dann muss der Staat sich überlegen, wie helfe ich oder wie glätte ich das ein bisschen für die Bevölkerung, damit da keine Aufstände oder Revolution entsteht. Da haben wir es ja sozusagen mit externen Ereignissen zu tun, die man natürlich nicht so schnell abfangen kann. Der Staat kann natürlich schneller da reagieren. Ja, aber der Staat kann sich schon die Frage stellen, wie kann ich das lösen, ohne die Marktwirkung zu beeinflussen, ohne Verzerrung des Marktes. Das kann man teilweise machen, Staaten in Europa wird das teilweise auch richtig gemacht, dass man sagt, wir lassen den Markt so wie es ist, Angebot und Nachfrage, dadurch entstehen hohe Marktpreise, ist auch richtig. Aber für die Bürger haben wir Programme, um Bürger zu helfen. Das ist auch richtig. Es gibt auch Länder, die sagen, nee, wir schreiben vor, wie die Preise entstehen sollen. Und das ist ein Deckel und so weiter. Da fängt es schon an. Dann weiß man als Staat nicht, was man macht. Und die Folgen können verheerend werden. Also das heißt sozusagen, dann bildet sich natürlich die Schlange, weil dann entsteht ein Mangel von dem Produkt. Ja. Ja, ein Mangel oder man weiß, was ganz doof ist, und teilweise sehen wir das leider, dass wenn man Marktpreisen, die eine sehr gute Wirkung haben auf Verbrauchsverringerung, die Marktpreise niedrig hält durch Eingriffe und so weiter, dass der Verbrauch dann auch nicht sich anpasst und hoch bleibt. Das ist natürlich dumm. Weil letztendlich geht es darum, dass wenn es Engpässe gibt, dass der Verbrauch abnimmt. Ja, das ist ja oder, es geht aus anderen Gründen auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht mehr verbrauchen, als nötig ist. Ja, ja. Also wie gesagt, das sind dann diese Marktsignale, die sozusagen dann steuernd wirken. Genau. Dass man dann sein Zimmer nicht ganz so stark heizt oder was auch immer. Das Individuum. Ja, und wir stellen alle fest, dass man mit viel weniger Energie auch sehr komfortabel leben kann. Sogar noch komfortabler. Wenn man die Häuser isoliert, lebt man komfortabler mit weniger Energie. Ja. Und es hört sich ganz einfach an, aber das ist wichtig, dass das auch durch Preissignale in die Richtung gebracht wird. Ja, ich meine, wir haben natürlich dann auch, das Zweite sind dann, dass man Vorschriften und Gesetze macht. Also zum Beispiel, dass ich dann... Jetzt in Deutschland sollen ja die Heizungen verboten, also die Ölheizungen oder die Gasheizungen verboten werden. Was natürlich im Prinzip eigentlich über den Preis auch funktionieren würde, wenn ich sage, okay, das Öl wird zu teuer oder die CO2-Abgabe auf den Öl ist so hoch, dass ich sage, na gut, das nehme ich dann vielleicht doch eine Wärmepumpe oder was auch immer. Genau. Wenn der Staat aber die Technologie festlegt, ich glaube, ein schönes Beispiel war jetzt das mit diesen Solarzellen mit den verschiedenen Technologien. Wir haben da diese Rinnenkraftwerke, wir haben einen Turm und wir haben dann die PV. Ja. Wenn das der Staat festgelegt hätte, es müssten Rinnenkraftwerke gebaut werden, wären wir heute überhaupt nicht weitergekommen. Nein, genau. Ja, naja, zum Glück hat der Staat in Deutschland das nicht gemacht. Das wäre auch totaler Blödsinn. Ja, wir sind kein Befürworter von Vorschriften für die Technologie, die eingesetzt werden soll, sondern tatsächlich mehr auf Wirkung oder auf Ergebnis, Performance. Ja, also die CO2-Einsparung, das ist ein ganz wichtiger Indikator. Ja. Ich könnte noch stärker sagen, dass man soll auf der, an der Ecke viel radikaler sein. Mhm. Eigentlich soll der Staat sein, weltweit, ich weiß auch, dass es nicht realistisch ist, was ich sage, aber trotzdem als Gedanke soll es so sein, dass die die Vereinigten Nationen sagen, wir verbieten große Emissionen, schädliche Emissionen werden verboten. Vielleicht gibt es da noch kleine Ausnahmen oder eine Transitionsperiode. Dann, das ist wie mit Rauchen in Restaurants. Ich weiß noch, vor 20 Jahren war die Diskussion, Rauchen soll verboten werden. Dann hat jeder gesagt,
Das ist unmöglich, das wird man nie akzeptieren. Oder jeder der Restaurants und Bars und so weiter gehen pleite. Man hat das aber rigide durchgesetzt. Und was sehen wir? Das funktioniert alles. Man passt sich an und es ist jetzt komfortabler. Und wenn man jetzt sagen würde, wir wollen wieder Rauchen zulassen, wird es eine Revolution geben. Ja, das ist deswegen. Und das Gleiche wird eigentlich auch mit CO2 oder mit schädlichen Stoffen, die wir für unser Leben produzieren, auch Plastics und so weiter, Abfall, das so viel rigoroser gemacht. Ja. Also der Punkt, dass man eben verbietet oder dass man eben doch eine Steuer draufsetzt. Also das Beispiel mit den Zigaretten ist natürlich wirklich sehr interessant, dass man sagt, also wir haben das Rauchen in den Restaurants verboten und haben damit erreicht, dass man sich gar nicht mal anders vorstellen kann. Ja. Wenn man das jetzt in die CO2-Welt übertragen, ist es natürlich schon sehr schwierig, einzelne Vorgänge, wie zum Beispiel das Verbrennen von Holz oder was auch immer, was letztendlich auch CO2 emittiert, dann so pauschal weltweit zu verbieten. Also da sind wir natürlich noch. Ja, das ist natürlich, und das ist eigentlich das echte Problem. Dadurch, dass wir nicht in der Lage sind, das zu verbieten oder extrem zu verteuern oder einen Deckel draufzulegen weltweit, müssen wir natürlich künstliche Lösungen finden. Und dann ist man auf der Ebene Lösungen. Und dann, das ist schade, weil das ist suboptimal. Ja. Wir haben natürlich das große Problem, wir haben weltweit natürlich keinen Klimaclub, heißt das ja jetzt immer. Die Idee, dass man sagt, die Staaten tun sich zusammen und zumindest erstmal eine bestimmte Gruppe von Staaten will einen bestimmten CO2-Preis festlegen. Und dann muss man nach und nach andere Staaten damit reinziehen. Sehen Sie da eine Chance, dass sich so ein Konzept des Klimaclubs, nenne ich es jetzt mal, etablieren kann? Ja, ich glaube, das tendiert in die Richtung schon, weil das größte Problem auf der Erde momentan ist, oder einer der größten Probleme ist, Emissionen und Klimaänderung. Auf der Ebene Anpassung fängt man natürlich jetzt an, dass man sagt, naja, das Klima wird sich ändern, wir müssen uns anpassen, aber die Änderung an sich von Menschen verursacht, da ist man schon mehr und mehr bestrebt weltweit. Das sehen wir in den Klimakonferenzen jährlich. Wir haben auch COP28, wird in Dubai sein. Ach ja. Und wir bereiten das auch weiter vor. Und Bereitschaft verbessert schon. Aber es geht viel zu langsam und es gibt zu viele Länder, die zu viele andere Probleme haben. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, dass man ein Kosten festsetzt oder einen Preis für CO2 weltweit, sondern dass man dass jedes Land letztendlich, und das kann man dann auch ein bisschen für ärmere und reichere Länder, die schon sehr viel kumulativ emittiert haben. Ja. Wie die Industrieländer haben natürlich die Mehrheit von Emissionen verursacht. Und dass man das so aufbaut, dass sie sagen, die sollen den Deckel etwas enger setzen und dann im Laufe der Jahre immer weiter runter. Und dann tendiert man in Richtung, dort wo man eigentlich sein möchte, keine Nettoemissionen beziehungsweise irgendetwas, wovon man sagt, modellmäßig, das passt für die Zukunft. Sehen Sie, dass diese großen Länder, ich meine, wir haben natürlich so Emittenten wie China, Indien und auch viele andere Entwicklungsländer wie Indonesien und eben auch Afrika, dass da eine Bereitschaft dazu vorhanden ist, tatsächlich in eine andere Technologie zu wechseln? Oder ist es tatsächlich so, dass der Markt, wenn er es den Strom günstig genug anbietet, eigentlich automatisch den Effekt erzeugt? Das Interessante ist, dass durch die sehr niedrigen Kosten von Erneuerbare die Aufgabe schon übernehmen werden. Mhm. Es ist eigentlich nur noch die Geschwindigkeit, die Beschleunigung. Mhm. Wir brauchen eigentlich schon in dem Sinne, wenn wir Zeit hätten, nicht zu machen, weil das ist
was ich erwarte, ist, dass Erneuerbare die ganze Energieversorgung letztendlich langfristig übernehmen werden. Weil wer wird noch etwas mit einem Gaskraftwerk bauen oder Kohle oder Braunkohle will gar nicht mehr. Und sogar Kernenergie, alles viel zu teuer, umständlich. Wobei PV und Wind und Wasserkraft und Wellen und andere Erneuerbaren, auch Biomasse teilweise, wenn man es richtig macht, sehr viel billiger ist. Mhm. Also das wird den Markt einfach übernehmen, rein aus Marktwirkung. Also welche Share dann die einzelnen Technologien jeweils haben? Ja, aber die Frage ist hier, geht das schnell genug? Ja, das stimmt. Und da denke ich vielleicht nicht, das weiß ich nicht, aber ich würde sagen, gehen wir mal auf Nummer sicher und legen nochmal einen Druck drauf, mhm, und das, mhm, geht über die CO2-Schiene. Mhm. Und das Dritte, was wir auch kurz angesprochen haben, man kann auch die Erneuerbaren noch etwas begünstigen durch diese Prämie, durch die, sag mal, grünen Zertifikat. Man könnte zum Beispiel bei den Verbrauchern, Verbrauchern verpflichten, einen gewissen Teil der Erzeugung aus Erneuerbaren zu beziehen. Ja, also wir haben ja im Moment, gibt es eine Gesetzesinitiative, 65% bei einer Heizung soll erneuerbar sein. Dass einzelnen dann gehandelt wird, wird man sehen. Ja, das ist vernünftig. Mhm. Dann, das ist einfach, heißt auf in Trading-Terminologie ein Floor, ja, so eine Untergrenze und dann ein Cap. Wenn man das beide macht, ein Cap auf CO2, mhm, also ein Deckel, und von unten mit Erneuerbaren pushen und Emissionen drosseln. Ja, drosseln. Ja. Okay, das heißt, dass wir hätten dann einen Mechanismus, dass sozusagen jetzt durch, letztendlich sind es dann staatliche Festlegungen, dass man zum einen CO2-Kosten produziert für denjenigen, der Emittent ist, und zum anderen derjenige, der saubere Energie nimmt, der kriegt eine Prämie. Und dann dazwischen hat aber der Markt genug Spielraum, um dann die richtigen Technologien zu finden. Ja. Das macht natürlich Sinn. Ja. Das Problem ist natürlich immer, wir haben es mit einem weltweiten Phänomen zu tun und alle müssen da, mehr oder weniger alle müssen da mitziehen. Ja. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Jetzt noch eine andere Idee, die ich im Bereich des Desertec, sage ich jetzt mal in der klassischen Welt nochmal habe. Wenn wir tatsächlich längerfristig aus den arabischen oder aus den MENA-Staaten, sage ich jetzt mal, Energie beziehen, können wir ja auch umgekehrt sagen, wir haben ja ein Gut im Überfluss, im wahrsten Sinne des Wortes, dass unsere Süßwasserreserven sind natürlich ganz anders aufgestellt, wie das in den MENA-Regionen ist. Man könnte theoretisch Wasser aus der Rhone oder aus großen Flüssen nach Afrika bringen. Also durch Leitungen. Ah, ich weiß noch nicht, ob Europa immer noch so viel Wasser haben wird in der Zukunft. Ich meine, die meisten Flüsse haben schon ein Wasserproblem. Rheinschiene ist ein Problemregion geworden. Mhm. Ich glaube nicht, dass das eine große. Ein Ding von verschiedenen ist, Europa hat noch sehr viel energieintensive Industrien. Ja, das stimmt. Und Europa hat relativ viel weniger große Energiequellen. Mhm. Und die Frage, und die Industrien, die überlegen sich das natürlich auch auf Markt basiert, wo ist für riesige Mengen von Energie, sind die Konditionen am besten? Und dann, wenn möglich, ziehen wir dorthin. Mhm. Das ist immer wieder ein Arbeitsplatz. Kosten und auch Nachfragethema. Wenn man zum Beispiel Stahlfabriken, Aluminium und so weiter, gerade Aluminium, baut man wohl nicht irgendwo im Ruhrgebiet, sondern in Saudi-Arabien oder in Marokko oder irgendwo, wo die Stromkosten sehr gering sind. Aluminium ist typisch Strom. Ja, also sieht man da schon eine Bewegung, dass sich Firmen dafür interessieren, wo werde ich da in den nächsten Jahren günstigen Solarstrom? Naja, bei Aluminium ist das schon Jahre tätig, Jahrzehnten. Aber da hat man natürlich das günstige Erdgas aus den arabischen Kongo. Ja, genau. Das war erstmal, aber auch bei Aluminium war es natürlich auch noch Wasserkraft. Ja, also in Südamerika. Südamerika oder Island und Afrika auch. Mhm. Afrika hat sehr viel Wasserkraft. Aber bei Stahl ist es noch etwas zögerlicher aus vielen Gründen.
Aber langfristig wird man die Bewegung auch sehen, es sei denn, dass die Produktion von Wasserstoff bei den Quellen so billig ist und wirklich umgesetzt wird und auch dann die Infrastruktur dann vorhanden ist, dass man das über viele tausende Kilometer so günstig noch transportieren kann. Ja, da hatte ich ja jetzt persönlich meine Zweifel, dass das wirklich das Einfachste ist, glaube ich, immer, je höher der Produktwert pro Kilogramm ist, ja, umso einfacher. Ja. Wenn ich jetzt Stahl also vor Ort dann produziere mit Wasserstoff, ja, der da anfällt lokal, kann ich natürlich schon was wesentlich Wertvolleres transportieren, wenn ich den Wasserstoff, ja, erstmal dann bringe und dann hier eine Stahlhütte, ja, damit betreibe. Ja, es gibt Industrien, wo das sehr deutlich ist, dass man besser umzieht in Richtung Quelle. Andere Industrien können sich die Abwägung noch oder können sich noch erlauben, dort zu bleiben, wo zum Beispiel Wasser oder Arbeitskraft sehr wichtig ist. Ja, es ist ja die Qualität der Arbeitskräfte ist natürlich ein großes Thema. Wenn in Deutschland verarbeiten wir hochwertigen Stahl zu beispielsweise Autos oder Maschinen. Da habe ich natürlich dann die Ressourcen, eben die entsprechenden Mitarbeiter, hoffentlich noch lange Zeit, die das dann natürlich können. Also das wird sich dann natürlich ein bisschen verschieben, die Standorte, wo man Rohstoffe primär einsetzt, also dass man das näher zur Quelle bringt, wenn man eben den Rohstoff Sonnenenergie im Prinzip da hat. Ja, ja. Ein anderes Thema, es war jetzt vor ein paar Wochen aufgetaucht, ist irgendwie Supraleiter. Also es gab jetzt irgendwo ein Labor, was anscheinend so ein Hochtemperatur-Supraleiter, also Hochtemperatur im Sinn, dass es bei 20 Grad Celsius noch funktioniert, also bei normalen Temperaturen, ist. Es war irgendwann mal ganz früher auch mal ein Desertec-Thema, oder? Ja, aber natürlich haben wir Supraleitung war immer auch am Anfang ein Thema. Ich meine, in ursprünglich in Desertec haben wir erstmal alle Möglichkeiten uns mal angeschaut. Mhm. Supraleitung ist so ein uraltes Thema. Ist auch ein Thema, was alle 5-6 Jahre wieder hochkocht. Okay, nach dem Motto, es gibt wieder ein Labor, der eine ideale Lösung hat. Das Problem mit Leitungen, gerade Stromleitungen, ist dass in dicht besiedelten Gebieten das kaum möglich ist, dass die zu bauen. Das kennen Sie in Deutschland auch. Ja, ja, die berühmte Nord-Süd-Verbindung ist kaum möglich, es ist extrem teuer. Ja. Die Supraleitung wird dann nochmal ein Faktor X teurer. Dann kann man natürlich größere Mengen transportieren, aber die Kosten sind echt extrem groß und auch empfindlich. Ja, mit Supraleitung, das muss wirklich sehr gut abgeschirmt werden und da darf nichts schief gehen, weil sonst geht da gar nichts. Genau. Und, ich kann mir nicht vorstellen, dass wettbewerbsfähig ist oder wird gegenüber Transport von Gasen. Gas oder Flüssigkeiten. Ja, wir haben verschiedene Formen. Wir haben also einmal diese Direkttransporte, also der Stromleitung, das sozusagen zeitnah das sofort liefert. Dann haben wir diese Gasleitungen, die ja auch einen großen Puffer darstellen. Ich meine, das ist so eine Gasleitung mehr, das dauert ja wirklich. Und dann haben wir natürlich diesen Transport mit Schiff, wo ich von Punkt zu Punkt über den Ozean gehe. Ja. Also strategisch sind die natürlich sehr unterschiedlich angreifbar. Ja. Naja, das kennen wir heute auch, ist nichts Neues. Ich meine, wir haben auch Stromnetze heute, wir haben Öltransport, wir haben Gastransport, Gas per Schiff, LNG und Gas über Gasleitungen. Wir sehen auch, dass es nicht eine Lösung ist für alles. Es gibt eine Mischung und das bleibt natürlich auch. Hier bei Supraleitung ist ein neues Element, da muss man die Frage, wie auch Wasserstoff übrigens, da muss das sehr attraktiv sein und sehr große Vorteile haben, will das sich in einen Markt integrieren. Ja. Ja, sonst wird das nicht stattfinden. Die Infrastrukturänderungen sind extrem mühsam, teuer, auch Genehmigungen her, von Umsetzung her, ist es dermaßen schwierig normalerweise, dass die Vorteile extrem groß sein müssen, um das durchzusetzen. Ja, man hat das lange vielleicht zu leicht gesehen, dass man Leitungen einfach beliebig groß bauen kann. Bei vielen Dingen werden immer sehr leicht gesehen, aber bei Leitungen ist wohl in Europa, haben wir die Erfahrung jetzt schon seit vielen Jahren, dass Leitungsbau fast nicht möglich ist. Ja. Und wie gesagt,
bei Superleitung hat man immer die Hoffnung, man kann es eingraben. Also wenn es dann vergraben ist, dann ist es zumindest... ja, aber auch eingraben ist auch extrem schwierig. Yeah. Ja, was ja auch in Deutschland, Nord-Süd, wäre dann auch ein Kabel, wird ein Kabel, die Kabelverbindungen, das ist extrem schwierig. Die Grundstücke zu finden, um das machen kann. Ja, das durchzuziehen. Mhm. Ja. Also das heißt, also wir haben diese großzentralen Energietransportwege, das wird immer ein Thema bleiben. Gut, ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Einblick gewonnen in diese wichtigen Aspekte, die Desertec oder DII heute, also diese Desertec Energy Initiative hat. Und Herr Paul von Sonn, haben Sie noch Worte, die Sie noch loswerden wollen, oder habe ich ein Thema vergessen? Ja, na, ich glaube, wir haben viele Themen jetzt besprochen. Ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass diese große Energiewende, Energietransition weltweit stattfindet, auf der Basis von sehr niedrigen Kosten. Aber auch, und ich glaube, haben wir das ausführlich besprochen, es ist absolut notwendig, dass Druck auf dieses CO2, Druck auf Treibhausgasen gelegt wird. Und zwar möglichst weltweit. Also, dass man das nur in Deutschland oder in Holland oder Europa macht, das reicht nicht aus. Also diese internationale Zusammenarbeit ist absolut wichtig. Und da kommen wir auch auf COP. COP 27 war eigentlich enttäuschend. Wir hoffen, dass bei COP 28, gerade auf dem Gebiet CO2 und auch eine vernünftige Preisgestaltung, wodurch auch Verbrauchsreduzierung stattfindet, beziehungsweise weniger Verschwendung, dass sich auf jeden Fall einen Schritt nach vorne macht. Ja, dann darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für diese sehr tiefgründigen Diskussion und diesen spannenden Aspekte von Energie in anderen Regionen. Wer dem Energiegespräch folgen will, kann man ein Like setzen oder man kann das auch abonnieren im Internet bei YouTube. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, die Sie sich da genommen haben. Gerne gemacht. Herr von Sonn. Danke.